Ja, und damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show an dem schönen Samstagabend. 20 Uhr haben wir es wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir spielen heute den Executioner DLC von The Evil Within, der Scharfrichter oder wie ihr es nennen möchtet, wie auch immer. Oder halt der Vollstrecker. Und ja, ich muss mich mal tausendfach entschuldigen. Ich habe es gestern leider nicht mehr zeitlich geschafft, noch rechtzeitig pünktlich nach Hause zu kommen, alles. Und deswegen ist es gestern ausgefallen. Tut mir leid. Deswegen fangen wir heute auch schon mit dem DLC um 20 Uhr an und nicht erst um 22 Uhr. Weil ich auch selber ein bisschen geil drauf bin, es zu spielen und euch auch jetzt zu zeigen. Ja, bevor ich jetzt weiter hier großartig rumerzähle, drücke ich einfach eine beliebige Taste. Und dann legen wir auch los. Neues Spiel, natürlich. Passe die Helligkeit ein. Ja, lassen wir mal so. Machen wir mal so auf 85, ich glaube, das reicht. Okay. Bier und Chips da. Der Abend kann losgehen. Ja, Hallöchen alle, die da sind. The Master speaks. Thank you, Craig. Oh, Ladies. Ladies. Benutze den Erinnerungsscanner, um nach verborgenen Gegenständen zu schauen. What? Aber jetzt wird es wahrscheinlich wieder erst Intro geben oder sowas. Fortsetzung des Stems-Testserie. Flucht aus dem System durch Subjekt Winchester untersuchen. Rettung von Tochtersubjekt durch Vatersubjekt unterstützen. Hallo Lexien, willkommen zur Let's Play Live Show. Ihre Tochter ist durch ihre Verbindung zum Stem-System, zum Stem im System gefangen. Um sie zu befreien, müssen sie ebenfalls in den Stem gehen und dort alle anderen Subjekte. Sie werden im Stem eine andere Gestalt annehmen, aber das dürfte von Vorteil sein. Yeah, geil. Juhu. Das wird lustig, glaube ich. Durch den Einfluss des Stem werden die Erinnerungen ihrer Tochter gelöscht, sodass sie immer mehr zu einer Kreatur des Stem wird. Sehen wir den jetzt auch mal erst einmal ohne Kopf, ohne Kasten? Wir werden Sie unterstützen, aber Sie müssen handeln, bevor es zu spät ist. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zum letzten oder dritten DLC zu The Evil Within. Und zwar zu The Executioner, also quasi der Scharfrichter. Und wie man sieht, wir spielen den Kastenkopf. Den Kastenkopf. Und wir spielen in der Ego-Perspektive. Alter Schwede. Mr. Mikami hat sich ja da nochmal ins Zeug gelegt. So, was haben wir denn da Schönes? Da haben wir noch was zu lesen. Mobius Detective 01. Mobius Detektiv 01. Synchronisation aufbauen. Das letzte Testobjekt wurde erfolgreich eingeführt. Um die Verknüpfung mit der tresorköpfigen Kreatur wurde verifiziert. Was? Soma Gameplay habe ich mir heute reingezogen. Geil. Nee, gucke ich nicht. Weil ich lasse mich da überraschen. Deswegen. Aber Soma hat ja, wie gesagt, schon einen Termin bekommen. Das weiß ich wohl, aber den Trailer gucke ich mir nicht an, weil ich möchte mich da selber ein bisschen überraschen lassen. Ja, hallo Lexchen. Willkommen zu Let's Play Live Show. Wie gesagt, ich hatte gerade nochmal gesagt, gehabt, tut mir leid wegen gestern. Ich habe es leider nicht geschafft, leider zeitlich hier zu erreichen. Und tut mir leid, dafür fangen wir heute schon damit an. So, mit Hilfe unserer Trägerwellen sollten Sie nach Restspuren starker Emotionen suchen können. Es werden neue Direktiven zur Platzierung in der Umgebung übertragen. Begib dich zum Victoriano-Anwesen. Ah, so macht man jetzt heutzutage die Türen auf. Man tritt sie einfach ein. Ich muss mal eben kurz in die Option. Tut mir leid gerade, aber ich muss die Sensibilität ein bisschen einstellen.
Ist mir ein bisschen langsam, finde ich. 93, jawohl. So, fortsetzen. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Okay, so ducke ich mich. Erstmal so ein bisschen alles rumprobieren. Was war das denn? Okay, wir gehen einfach mal und schauen mal, was uns erwartet. Wir sammeln hier so Münzen. Ich weiß gar nicht, wofür die sind. Ich hoffe, das Spiel erklärt uns das noch. Bis jetzt ist es sehr ruhig. Ne, können wir auch rennen? Ah ja, okay. So, jetzt haben wir schon vier Münzen. Wofür die sein werden, werden wir bestimmt noch herausfinden. Und wir sehen schon, wo wir sind. Wir sind nämlich schon quasi am Anwesen, wo wir mit Basti Castellanos mal rumgelaufen sind. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. In Ego-Perspektive. Und ohne Balken vor allen Dingen. Jawohl. Ohne diese lästigen Balken. Gott sei Dank. Willkommen im Anwesen. Der Scharfrichter ist da. So, ich werde mich mal ein wenig umsehen. Also der schnellste ist er nicht. Das sei mal so dahingestellt. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, weil er bewegt sich sehr langsam und sehr schwergängig. Gut. Schade, dass man den Typen sein Gesicht nicht gesehen hat. Hätte mich gerne mal interessiert, wie der aussah. Ohne seinen Kopf. Also ohne seinen Tresorkopf. Da ist eine Tür. Ach, guck mal. Bobby, wirf einen Gegner. Füge einem Gegner so lange Schaden zu, bis er taumelt. Halte ihn dann mit Kreis fest und wirf ihn durch erneutes Drücken von Kreis. Füge dem Gegner so lange Schaden. Immer auf die 12. So. Exekutiere einen Gegner. Füge dem Gegner so lange Schaden zu, bis er taumelt und drücke dann Dreieck, um ihn zu Viereck, um ihn zu exekutieren. Okay, jetzt kriegen wir das mal beigebracht. Nur einen kurzen guten Abend reingeworfen. Ja, guten Abend, Bulli. Hi, schön, dass du da bist. Willkommen zu Let's Play Live Show. Nochmal auf die Birne und nochmal auf die Birne. Exekutiere einen Gegner. Okay. Wir haben jetzt auch Münzen bekommen, dafür, dass wir ihn exekutiert haben. Ich bin mal gespannt, wofür die Münzen sind. Die werden ja wahrscheinlich auch einen Sinn haben, ne? Und Pokalfinale gucken. Ja, sauber. Ich schaue mich trotzdem nochmal um, ob hier vielleicht. Ah, schau mal einer an. Wusste ich's doch. So. Aber dann hätten wir ja theoretischerweise. Obwohl, das Spiel. Wann spielt das denn? In welcher Zeit dann? Das spielt ja quasi vor dem Hauptspiel dann, ne? Wo Basti noch nicht hier war, oder? Denke ich mir jetzt mal. Jo, bis später, Bulli. Mach's gut. Liebe Grüße an Doreen. Tschüss. So. Gibt es denn hier noch eine Kiste? Nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Echt mal spannend. Ich hoffe, ihr auch. So. Hallo? Suche deine Tochter. Hey. Okay. Hey, warte auf mich. Okay, die Türen sind zu. Okay,
Okay, hier ist jetzt auch keine riesige Tür mehr, komischerweise. Ich schau mal erst, bevor ich jetzt dahin gehe, mal hier eben kurz. Na, ich wusste es doch. Der Münzenklaus ist mal wieder unterwegs. Okay, Medipack brauche ich nicht. Können wir hier rein? Schauen. Okay, wir können also auch zurückreisen, so wie Basti Castellanos. Hier können wir... Was, Waffenattribut? Was? Stacheldrahtfalle kaufen. Ah, okay. Du kannst diese Falle platzieren, indem du sie wirst. Wenn ein Ruheloser darin verfängt, kannst du ihn exekutieren. Erhöht die Menge der Stacheldraht, indem die mitgeführt werden kann. Was haben wir denn noch? Dynamit. Fragezeichen. Aber das müssen wir alles noch freischalten, so wie es aussieht. Achso, Lebensanzeige erhöhen. Verteidigung. Senkt den durch gegnerischen Angriffen erlittenen Schaden. Erhöht deine Geschwindigkeit beim Gehen. Das ist schon mal super. Das habe ich ja gerade schon bemängelt. Steigert den Schaden, den ein Treffer mit dem Hammer verursacht. Ich glaube, da sparen wir noch ein bisschen. Aber das... Benutzt, um die Waffe zu... Was ist denn? Ah, das ist ja cool. Das ist ja geil. Dynamit haben wir nicht. Das ist ja geil. So, da haben wir noch was zu lesen. Tagebuch der Tochter 2. Sind diese anderen Leute alle lebendig oder tot? Ach, hier können wir speichern. Okay. Also reisen wir doch nicht zurück. Ich dachte irgendwie, dass wir... Da, hallo? Das wird auch zurückreisen, aber dem ist nicht so. Einmal auftreten, die Tür. Bevor ich jetzt aber da, wie gesagt, dahin gehe, schaue ich mich nochmal ein bisschen um. Weil es kann ja sein, dass hier noch ein bisschen was versteckt ist an Münzen. Jetzt wissen wir ja endlich, wofür wir sie brauchen. Können wir das kaputt schlagen? Okay, nein. Weil es hat einen riesen Hammer, den er zum Schlachten braucht. Aber Türen kann er nicht aufbrechen damit. Nein. Hm. Da war nichts drin. Da sind Wimmelbildteile. Was? Erinnerungsscanner? Ein Impuls, der verborgene Erinnerungen und Gegenstände aufspürt. Mit Hilfe kannst du Spuren deiner Tochter wiederfinden. Okay. Tagebuch der Tochter 3. Ich habe einen Mann gesehen, der die Monster tötet. Ich glaube, ich sollte zu ihm gehen und sehen, was passiert. Vielleicht kennt er ja meinen Vater. Aber ich lasse meine Briefe und Sachen hier, falls mit ihm etwas nicht stimmt. Okay. Finde eine Mobius-Akte. Mhm. Wollt nur mal ausprobieren. So, da ist nochmal so eine Vase. Guck mal einen an. Haben wir schon mal 11. Jetzt wird wieder gegrillt. Lecker, lecker. So. Hier haben wir eine Mobius-Akte. Mobius, Direktiv 02. Eliminieren Sie Testsubjekt CB212 Mörder. Bei diesem Experiment wird eine Methode der Extraktion aus dem STEM-Umgebung getestet. Sie haben die Aufgabe, Ihre Tochter zu retten, die sich bereits im STEM befindet, indem Sie alle anderen verbundenen Testobjekte eliminieren. Das sind also wir. Subjekt CB212, ein verurteilter Mörder, wird vollständig vom STEM kontrolliert. Sein Einfluss nimmt
zu und er zerstört die Erinnerungsmuster ihrer Tochter. Töten Sie CB. Ah, nee, CB12 ist jemand anders.